Hallo, meine Lieben. Und zwar habe ich wieder einen neuen Haul für euch. Ich war mit meinem Mann unterwegs. Der hat sich von eBay Kleinanzeigen kostenlos einen Schreibtisch abgeholt, aber einen Glas-Schreibtisch. Der sieht super schön aus, ist echt schön groß. Und genau, den tut mein Mann, glaube ich, morgen oder heute Abend, ich weiß, ein Aufbauen sauber machen und dann kommt unser Alter dann weg. Und der ist zwar noch gut unserer, der kommt dann in den Keller, und aber der passt zu unserer Einrichtung besser. Genau. So, dann waren wir noch beim Lidl gewesen und im Action und ich war im DM gewesen. Genau. Im DM habe ich zweimal diese Balea-Nasenstripes mit Aktivkohle geholt. Effektive Lösung für die Nase gegen Unreinheiten und Mitesser, Unreine und Mischhaut. Auch für Kinn und Stirn geeignet. Sind drei Stück drin und drei Anwendungen kosten 1,75 €. Genau. Ist zwar teuer dafür, aber die sind sehr gut und sind meine Liebsten. Die ziehen wirklich alles raus. Und dann wollte ich mal ausprobieren, weil ich habe das schon öfters gesehen, und zwar von Alverde Naturkosmetik. Natürlicher Matteffekt. Beauty und Frutti. Mattierende Pflegecreme. Bio-Limette, Bio-Apfel. Normale und Mischhaut. 50 Milliliter. Die wollte ich einfach mal ausprobieren. Einfach mal gucken, wie die so ist. Hat mich doch interessiert. Ich fand es auch echt schön mit diesen Äpfeln, die hier so drauf sind. Und die riecht echt gut nach Apfel und Limette. Und ich bin da gespannt drauf. Und morgen früh werde ich die ausprobieren. Werde ich euch in meinem Aufgebraucht berichten, wie ich die fand. Ja, dann habe ich im Action wieder zwei von diesen Coupons hier bekommen. Meine anderen beiden hier muss ich heute Abend noch einlösen. Die löse ich heute Abend auch ein. Also habe ich jetzt vier Stück. Und bei dem anderen, wie gesagt, habe ich ja schon eingelöst gehabt. Da muss ich warten. Da kriege ich jetzt im Februar per E-Mail Bescheid, ob ich bei dieser eine Minute Shopping dabei bin. Und einen Gutschein habe ich ja dann nicht gewonnen gehabt. Genau. Jetzt bin ich mal da gespannt. Vielleicht habe ich ja da auch mal Glück. Keine Ahnung, mal gucken. Im Lidl kam ein 4x Kiwi mit. Da freue ich mich heute Abend drauf. 4x Kiwi. Genau, und mein Mann, also Kiwi haben wir mitgeholt. Dann haben wir im Lidl den letzten großen Kopfsalat mitgenommen. Das sieht doch echt schön aus. Den mache ich nachher. Also den halben Salat mache ich nachher. Mit Mais und Paprika und leckerer Soße. Genau, was ich tue nachher. Essen kochen. Mache ich Kartoffeln mit schöner Soße und diesem Putenfilet, Putengulasch da. Genau. Dann habe ich im Lidl diese kleine Erdbeeren mitgeholt. Da freue ich mich auch drauf. Ich liebe Erdbeeren. Ich esse Erdbeeren so gerne. Da freue ich mich mega drauf. Ja, dann habe ich im Lidl noch die Remoulade geholt für den Nudelsalat auf meinem Geburtstag. Für meinen Geburtstag. Mal so gesagt. Dann haben wir von Milbona Frischkäse Ballons. 300 Gramm, 30% weniger Fett. Da haben wir den geholt, weil wir tun ja unseren frischen Lachs immer schön schneiden. Und dann hier so was in die Schüssel. Lachs rein, Dill rein und Zitronen, frische Zitronensaft rein. Das zusammengerührt, das schön auf Brot oder auf warmem Toast oder Brötchen. Super lecker. Und ist gesund. Dann, wie gesagt, waren wir im Action. Da habe ich mir diese große Kerze hier geholt. Das ist ein Megapott mit drei Dochten. Und diesen Duft habe ich dieses Mal meinen Mann aussuchen lassen. Weil sonst suche ja ich immer den Duft aus. Und dieser Duft hier hat meinem Mann gut gefallen. Red Berries Duftkerze. Oh, und die riecht so toll. Und so eine große Bottle. Genau. Wenn die leer ist, kann ich das Glas gebrauchen, weil damit möchte ich dann schon gerne was basteln. Da habe ich schon eine Idee. Diesen Deckel können wir wegschmeißen.
Dann hat sich mein Mann im Action zweimal diese Nudeln hier geholt. Die sind scheinbar neu. Keine Ahnung. Ja, vegan. Classic. Ja, wollen da mal ausprobieren. Genau. Dann habe ich, wie gesagt, im Action von Grundig diesen 20er Pack diese Batterien geholt, weil ich diese Batterien brauche für meinen Traumfänger. Der ist mit Licht. Den möchte ich gerne morgen in meinem Zimmer in die Ecke hängen. Weil da, wo er jetzt ist, da kommt, dann macht mein Mann mir ein Regal. Der baut mir selber ein Regal, weil ich ein bisschen mehr Stauraum brauche, auch für meine Bastelsachen jetzt. Genau, da habe ich die gebraucht. Und so Batterien kann man ja wirklich immer gebrauchen, gell? Dann habe ich mir von Emoji diesen Diamond Painting, ja, das Bild hier mitgenommen. Das ist mit Diamond Painting, die süße Katze hier. Hat mir sehr gut gefallen. Also diesen Einhorn hier, den habe ich ja. Der und der war auch noch da gewesen. Aber der Schmetterling gefällt mir nicht so doll. Und dieser Smiley auch nicht. Und den Einhorn hier, den habe ich ja schon. Und der hier gefällt mir auch noch, weil der, das sind so meine Farben. Und der gefällt mir noch, genau. Dann mache ich mit denen noch. Dann habe ich hier von Big, das sind 12 Stück, diese Filzstifte mitgenommen, weil meine Filzstifte sind langsam leer. Ich brauche neue und die Marke Big ist sowieso gut. Die waren für 1,99 im Action und bei mir ist schon die schwarze Farbe leer und so und ich brauche neue zum Ausmalen für meine Bilder. Deswegen kam auch einmal das mit. Dann habe ich mitgenommen diese Multicolor LED Stripe, 30 cm. Ich habe hier schon eins, ich habe jetzt noch eins hier geholt, weil ich die brauche, weil in meinem Schminkzimmer unter dem Regal bei mir möchte ich die gerne anbringen, damit ich dieses Licht habe. Ich finde das so schön. Und ich habe hier diesen Stecker hier, den habe ich mir jetzt von meinem Schminkzimmer mit hochgeholt. Den tausche ich nachher aus von meinem vom Wohnzimmer. Den hole ich mit in mein Schminkzimmer, weil der hat so zwei Anschlüsse für zwei anzuschließen. Da kommen dann die beiden dran. Und der kommt gleich ins Wohnzimmer, für die aufzuladen. Genau, habe ich einmal das mitgenommen. Dann habe ich für 85 Cent mir noch eine neue Schere mitgeholt, weil diese Schere hier, die ist langsam stumpf. Die muss man mal schleifen. Genau, für 85 Cent kann man auch nichts sagen. Neue Bastelschere. Und dann habe ich im DM mitgenommen, da kostet 3,25 € und zwar von Rotbäckchen Immunstark mit Zink und Vitamin C zur Unterstützung des Immunsystems. Mit Zink und Vitamin C. Da sind 700 Milliliter drin. Und ich und mein Mann wollten das mal ausprobieren, weil das soll ja wirklich sehr, 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 sehr gut sein. Und sehr viele schwören da drauf. Und da soll man ja am Tag nur 100 Milliliter trinken. Das würde für den ganzen Tag reichen. Und das wollten wir jetzt mal ausprobieren. Da kommt es gleich in den Kühlschrank, damit der schön kalt ist. Meerfruchtsaft mit Zink und Vitamin C. Direktsaft. Damit das Immunsystem leistungsfähig bleibt, benötigt dein Körper ausreichend Zink und Vitamin C. Denn beide unterstützen ein starkes Immunsystem. Rotbäckchen Immunstark kann gezielt bei der Aufnahme beider Nährstoffe helfen. Zutaten: roter Traubensaft, Apfelsaft, Aroniersaft, Holundersaft, Acetolamag, Vitamin C und Zinkglut, noch irgendwas. Genau. Soll sehr gut sein. Probieren wir aus, kommt es gleich in den Kühlschrank. Genau. Ja, das war's schon gewesen. Die Tüte ist leer. Wir waren noch tanken gewesen. Genau, das war es gewesen. Also mehr haben wir wirklich nicht gekauft. Nö. Vor allem diese Kerze hier, das ist voll. Oh, der Mega-Bottle habe ich so im Action noch nicht gesehen. Ja, jetzt haben wir den mal geholt. Der kommt gleich im Wohnzimmer.
Genau. Das Rotbäckchen kommt jetzt gleich mal in den Kühlschrank. Da tun wir morgen früh beim Frühstück mal jeder 100 Milliliter trinken. Und dann gucken wir mal, wie es uns den ganzen Tag über geht. Weil viele schwärmen davon. Und wenn das wirklich auch bei uns so gut ist, und ich glaube, mir fehlen ein paar Vitamine wie Vitamin C und, ne? Und da kann ja echt nie schaden, sein Immunsystem zu stärken. Und ja, deswegen, genau. Probieren wir das mal aus. Ja, ist auch vegan. Kostet 3,25 € die eine Flasche hier. Ist zwar teuer, aber wenn es hilft, ist mir das jedes Geld wert. Wirklich, muss ich ehrlich sagen. Bei meiner Gesundheit, ja, da möchte ich kein Geld sparen. Und auch bei meinem Mann nicht und auch bei meinen Tieren nicht. Genau. So, das war's gewesen. Also, ich kann euch jetzt mal zeigen. Ich habe ja mein Bild hier mit dem kleinen Einhorn mit Washi-Tape gemacht. Habe ich überall hier so Washi-Tape gemacht. Dieses Weiße habe ich mit dem Schneidebrett weggeschnitten. Dann habe ich das auf das weiße Papier geklebt. Und dann habe ich das mit Washi-Tape rundherum gemacht. Und habe das dann in den Bilderrahmen getan. Gefällt mir sehr gut. Kann man aufhängen, kann man hinstellen. Ich werde es aber hinstellen. Und das gefällt mir sehr, sehr gut. Genau. Muss noch einen Platz suchen. Genau. So, jetzt werde ich mal alles verräumen. Dann gehe ich mich umziehen, tue mich abschminken und dann tue ich Abendessen kochen. Und dann tue ich mal mein Abendessen. Mein Mann ist gerade duschen und ist gerade noch mit einem Freund am Telefonieren. Genau. Und dann wollten wir nach dem Abendessen, wollten wir dann nochmal den Film gucken, Jungle Cruise. Den haben wir ja schon mal geguckt. Der ist mega schön, der Film, und sehr interessant. Und danach gucke ich dann Dschungelcamp. Kommt ja, glaube ich, um 21:15 wieder. Gucke ich dann Dschungelcamp, genau. Und dann, den Abend ausklingen lassen. So, wenn euch mein Haul gefallen hat, gebt mir einen Daumen nach oben. Würde ich mich mega drüber freuen. Vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren, die Glocke zu aktivieren. Dann verpasst ihr auch kein Video mehr. Alles andere steht unten in der Infobox, wisst ihr ja. Und dann würde ich sagen, passt gut auf euch auf, denn das tue ich auch. Bleibt gesund und bis dahin. Ciao!